Die World Games sind halt eine ganz andere Nummer. Die sind so viel größer, da sind so viel mehr Menschen hier. Wie ich davon erfahren habe, war ich einfach sofort Feuer und Flamme. Da wollte ich auch wirklich ein kleiner Teil mit auch dabei sein. Habe ich natürlich auch nicht dreimal gewartet, habe direkt zugesagt. Die Opening Eyes müssen Sie sich vorstellen wie ein riesengroßes Augenoptikgeschäft. Die Athleten kommen rein, sie werden erfasst, es werden unterschiedliche Tests durchgeführt und wenn wir feststellen, dass ein Augenproblem vorliegt, verschreiben wir eine Brille. Wir sind hier sehr schnell, wir sind bei den World Games. Das heißt, die Athleten sind heute beispielsweise am Mittwoch hier und können ihre fertige Brille am Freitag abholen. Das heißt, wir reden über 24 Stunden, die wir brauchen, um die Brille zu produzieren. Wir sind hier täglich mit ca. 50, 60 Fachhelfern. Fachhelfer bedeutet Augenärzte, Optometristen, Augenoptiker, Orthoptisten oder Studierende dieser Berufe und in etwa nochmal 50 Freiwillige, die sich sonst so gemeldet haben, um uns zu unterstützen. Ich finde es ganz toll, diese Chance mitzuerleben und auch mal was zurückzugeben und aus seiner eigenen exklusiven Bubble quasi mal einen Step rauszutreten und mit Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzukommen. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Chance und ich würde es jedes Mal sofort wieder machen. Da sind Leute dabei, die noch nie in ihrem Leben eine Brille getragen haben. Und dann strahlen die einen wirklich an. Da kommt wirklich Emotion entgegen. Und insofern bin ich wirklich sehr froh, hier zu sein und helfen zu können. Ganz besonders freut mich, wir sind ja gerade hier in einem unserer 11 Ausbildungszentren, dass unsere Auszubildenden dann die Brillen montieren, sodass innerhalb weniger Tage der Athlet schon wieder seine fertige Brille im Zentrum abholen kann und dann mit nach Hause nehmen kann. Und wenn man sieht, wie sich die Athleten freuen, wenn sie die Brillen in die Hände bekommen, dann ist das einfach eine unheimlich schöne Situation. Für mich war es halt auch wichtig, ich setze mich für was Soziales ein. Es ist auch nicht nur dieser ganz normale Tagesabschnitt, sondern wirklich, ich sehe auch mal wirklich was von den ganzen Sachen, die wir ja wirklich auch mit Apollo erreichen können. Und da wollte ich auch wirklich ein kleiner Teil mit auch dabei sein. Hier trifft man wirklich auf allerlei Menschen von allen unterschiedlichen Ländern. Es macht mir einen Riesenspaß, die hier alle bei Laune zu halten und mit ihnen zusammen eine schöne Zeit zu verbringen. Ich denke, das ist cool. Das ist einfach mal was Schönes, dass aus allen Bereichen die Leute einfach zusammenkommen. Gerade innerhalb des Unternehmens und hier einfach unterstützen, wo es halt geht. Was mich besonders überrascht hat, ist, dass alle Menschen hier sich auf Anhieb verstehen. Also hier sind sie sich ja noch nie begegnet, sind ja völlig Fremde eigentlich. Aber hier an diesem Ort sind es plötzlich alles Freunde. Also es ist total toll.